Da kann man den doch rein theoretisch sofort von Anfang an rausschmeißen. Lol. Da hat der Hack wohl nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CSGO Overwatch. Wir machen die Welt wieder ein bisschen sicherer. Und mal sehen, 5 gegen 5, wir spielen auf das 2. Wir schauen mal, der Verdächtige 0-0, Aufwärmphase, 50er Ping, okay. Gut. Aber der macht schon Bunny Hopping. Der macht schon Bunny Hopping, also... Gut, da weiß man direkt, da stimmt irgendwas nicht. Wir schauen mal weiter, was er sonst noch da so macht, ne? Oh ja. Ansonsten weiter. Läuft bei dem richtig. Läuft bei dem aber sowas von richtig, ey. Warum hackt man denn bitte schon in der Aufwärmphase? Kann man bitte einmal einer verraten? Warum man das schon in der Aufwärmphase macht, ey, jetzt mal ehrlich. Also, der hat auch immer das volle Programm mit drin. Aber sowas von der volle Programm. Naja, wenn man sonst nichts anderes kann. Oh. 15-1. Ja, läuft bei dem. Ja, gleich ist sowieso die Aufwärmphase vorbei. Und dann schauen wir mal, was er da macht. Also wieder, der macht Bunny Hopping, der macht Headshots, der macht ohne Ende. Ja gut. Volles Programm. Gut, dann schauen wir mal. Was er sogar mitten im Spiel da zu bieten hat für... Jetzt würde ich sagen... Naja. Okay. Sehr interessant. Und Chaka. Aber das ist wirklich langweilig, so zu spielen, oder nicht? Ich verstehe nicht, warum die denn nicht einfach rausklicken aus der Runde. Wenn der schon eine Aufwärmphase sowas abzieht, ne? Dann kann man den doch rein theoretisch sofort von Anfang an rausschmeißen. Lol. Da hat der Hack wohl nicht funktioniert, würde ich mal sagen. Tja, läuft bei dem. Auf einmal hat der Hack nicht funktioniert, ey, auch nicht schlecht. Boah, da hat der voll gegen die Wand. Was macht denn der eine? Warum ballert der eine den einen nicht ab? Junge, was hat der denn für Probleme alle manchmal? Nicht schlecht. Aber ich komme doch trotzdem nicht klar. Dass da gerade einfach mal gar nichts funktioniert hat. Bam. Schießt er einfach voll in die Wand, ey. Ach, guck mal. Ja, dann wurde er gekickt. Immerhin. Dann wurde er gekickt. So, wir machen einmal alles. Immerhin waren die Teammates von ihm so fair und haben den gekickt. Ein Vorteil. Weil ich es auch wirklich hasse, gegen Hacker zu spielen. Und ja. Deswegen, also haben die von dem Team wirklich sehr, sehr gut gemacht. Fairplay, muss ich sagen. War bei dem da. Hundertprozentig. Wir geben unser Urteil ab. Toll. Okay. Ist, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Okay, gut. Ne? Aber ich würde mal trotzdem an der Stelle sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn dann, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren. Wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr wollt zuschauen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein.